Ja, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, Herr Eicker, Horner-Kiesling, werte Vertreter der Gewerkschaft, der Unternehmensleitung, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, aber ganz besonders natürlich, liebe Stahlwerkerinnen und Stahlwerker unseres einzigen bayerischen Stahlwerks, auf das wir in unserer Heimat, wie ich finde, sehr zu Recht ganz besonders stolz sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich heute so in eure Runde schaue, dann habe ich die sprichwörtlichen beiden Herzen in der Brust. Einerseits, da ärgere ich mich. Einerseits, da bin ich frustriert, deshalb, weil wir heute zum wiederholten Male schon wieder zum gleichen Thema gemeinsam auf die Straße gehen müssen, ohne dass sich in Berlin da in einer verfehlten, in einer chaotischen Energiepolitik etwas zum Besseren gewendet hätte. Auf der anderen Seite, meine sehr verehrten Damen und Herren, da freut es mich aber natürlich auch, dass es uns ein weiteres Mal gelingt, dieses so besondere Meitinger Bündnis, diesen einzigartigen Schulterschluss aus Wirtschaft, aus Politik, aus Gewerkschaften miteinander auf die Straße zu bringen. Und deshalb sage ich zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie das heute wieder mit uns gemeinsam in diesem Schulterschluss tun. Herzlichen Dank, dass wir wieder gemeinsam aus Meitingen ein Signal nach Berlin senden können. Sie demonstrieren heute nicht nur für Ihre Arbeitsplätze, Sie demonstrieren heute für den Wirtschaftsstandort unserer Heimat, Sie demonstrieren für ganz Bayern. Das ist eminent wichtig, das ist gut so. Herzlichen Dank dafür. Als ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Vergangenheit bei den vorausgehenden Veranstaltungen immer noch der einzige politische Redner gewesen bin und dafür, Sie haben das verfolgt, gelegentlich auch vom ein oder anderen Medium kritisiert worden bin, da habe ich Ihnen immer zugerufen, Sie stehen nicht alleine, nicht nur ich, sondern auch die Spitze der bayerischen Landespolitik, die steht in dieser Frage auf Ihrer Seite, auf der Seite der Vernünftigen. Und umso mehr freut es mich, dass das heute gewissermaßen Fleisch geworden zum Ausdruck kommt. Umso mehr freut es mich, dass heute klar wird, ich habe da nicht nur Sprüche gemacht, sondern es ist in der Tat so. Und deshalb gestatten Sie mir als Meitinger Heimatabgeordneter auch noch einmal herzlich willkommen und insbesondere vergelt's Gott, lieber Markus Söder, zu sagen dafür, dass Sie heute an den Ort gekommen sind, an dem Bayerns Herz aus Stahl schlägt, dass Sie uns heute den Rückenwind aus München mitgebracht haben. Das ist ein Statement zugunsten der Wirtschaft unserer Heimat und Sie sind uns mit der heutigen Botschaft mehr als herzlich willkommen. Unsere Forderung, meine sehr verehrten Damen und Herren, und so einfach wäre es eigentlich, die ist über all die Veranstaltungen, lieber Stefan Janik, die immer und immer gleiche geblieben. Wir wollen vernünftige wirtschaftliche Rahmenbedingungen für das einzige Stahlwerk in Bayern. Wir wollen, so einfach wäre es, einen vernünftigen Industriestrompreis. Und die Tatsache, dass es den bis heute nicht gibt, die hat damit zu tun, dass es in dieser Gesellschaft bei den Menschen, und leider sitzen einige davon auch in Berlin in der Bundesregierung, immer noch eine ganze Reihe von Missverständnissen gibt, über die wir gemeinsam aufklären müssen mit Veranstaltungen wie diesen. Und deshalb will ich drei dieser großen Missverständnisse auch heute wieder benennen. Erstes Missverständnis, dem leider viel zu viele aufsitzen und leider sitzen einige davon auch in der Bundesregierung. Die Meinung, meine Damen und Herren, Unternehmen wie das Lechstahlwerk wären schlecht fürs Klima und deshalb auch heute noch einmal ganz klar zu Protokoll gegeben. Das Lechstahlwerk, unser einziges Stahlwerk in Bayern, ist ein Recyclingunternehmen der Kreislaufwirtschaft. Nirgends anders wird Stahl so CO2 gut produziert, wie das bei uns im Meitingen der Fall ist. Wenn wir morgen bei Lechstahl nicht produzieren, dann braucht die Automobilindustrie übermorgen genauso viel Stahl wie vorgestern. Nur dann kommt der nicht mehr aus Meitingen, nicht mehr von Ihnen, nicht mehr mit der Wertschöpfung vor Ort, nicht mehr aus euren Arbeitsplätzen, sondern dann wird der wie das Gas aus Russland von irgendwoher importiert, wo der Klimaschutz, wo der Umweltschutz keine Rolle spielt. Und deshalb heute wieder klare Ansage in Richtung Berlin. Unternehmen wie das Lechstahlwerk, das sind keine Klimaschänder. Das Gegenteil ist der Fall. Nirgends wird der Stahl, den wir alle brauchen, grüner produziert als hier.
Deshalb müsste eigentlich hier nicht nur Markus Söder oder Fabian Mehring sprechen. Eigentlich müsste an eurer Seite das Klimacamp stehen. Eigentlich könnte Greta Thunberg hier reden. Ihr seid nicht diejenigen, die das Klima schänden, sondern ihr tut was fürs Klima. Und deshalb braucht ihr faire und gute Bedingungen. Das zweite Missverständnis, meine Damen und Herren, über das wir ganz, ganz dringend aufklären sollten, das besteht darin, dass viel zu viele Menschen sagen, und leider sitzen einige in Berlin in der Bundesregierung, ihr könnt das doch auch woanders machen. Wieso müsst ihr denn erweitern? Wieso müsst ihr denn Stahl in Herbertshofen produzieren? Ich sage Ihnen ganz klar, meine Damen und Herren, wir brauchen diesen Stahl nicht nur für das von den Grünen als böse empfundene Auto. Wir brauchen diesen Stahl auch für den Zug im öffentlichen Personennahverkehr. Und wir brauchen diesen Stahl sogar für das letzte grüne Lastenfahrrad. Und deshalb dürfen wir beim Stahl nicht genauso abhängig werden, wie wir es beim Gas von Russland waren. Wohin das führt, haben wir die letzten Jahre gelernt. Und deshalb klares Bekenntnis der bayerischen Politik. Wir wollen euch nicht wegdrängen. Wir wollen nicht, dass ihr woanders produziert. Wir sind stolz, dass ihr es hier tut. Wir sind dankbar, dass ihr es hier tut. Und wir wollen Rahmenbedingungen, damit es so bleibt. Drittes und letztes Missverständnis, über das wir aufklären müssen, ganz dringend, meine Damen und Herren. Das Missverständnis derer, die unsere Gesellschaft in die Guten und in die Bösen unterteilen, die sagen, die Guten, das sind diejenigen, die sich auf die Straßen kleben und an die Bäume ketten. Und die Bösen, das sind diejenigen, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Und das, meine Damen und Herren, dieses nicht mehr an die Denken, die den Karren ziehen, das ist eines der großen Missverständnisse unserer Zeit. Lassen Sie uns unserer Gesellschaft und der Bundesregierung in Berlin wieder ganz klar sagen, mit dem Wohlstand, den Sie mit Ihrer täglichen Arbeit erwirtschaften, mit dem bezahlen wir nicht nur die Schulen, die Kindergärten, die Krankenhäuser für Sie und für Ihre Familien, sondern auch für die selbsternannten Klimarebellen, auch für die, die gegen Sie kämpfen an jedem Tag. Wir brauchen diese Wertschöpfung für die Region und deshalb brauchen wir Unternehmen und industrielle Produktion wie Sie in unserer Heimat, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich deshalb zum Schluss eines klar sagen. Wir unterstützen Sie, das wissen Sie zwischenzeitlich, zumindest was mich anbelangt, gerne mit Worten. Wir unterstützen Sie gerne, wann immer wir Aufmerksamkeit, Rückenwind erzeugen können. Aber ich will schon sagen, wir unterstützen Sie auch mit Taten. Mit Taten, wie Ministerpräsident es zur Wasserstoffstrategie angedeutet hat, aber auch mit Taten unterwegs im Tagesgeschäft vor Ort, an Tagen, an denen der Ministerpräsident nicht vor Ort sein kann. Es gibt einen Antrag, Sie haben es den Medien entnommen, von mir, den der Bayerische Landtag in 14 Tagen beschließen wird, mit einer Sonderförderung für das Lechstahlwerk, um noch grüneren Stahl vor Ort produzieren zu können, um denen, die Ihnen den Garaus machen wollen, noch stärker argumentativ die Stirn bieten zu können. Und deshalb sage ich, wir unterstützen Sie nicht nur mit Worten, wir unterstützen Sie auch mit Taten. Wir stehen zu Ihnen, wir bekämpfen Sie nicht, wir schämen uns nicht für Sie. Für uns sind Sie nicht die Stinker oder die Lärmer, sondern für uns sind Sie diejenigen, die den Karren ziehen in unserer Heimat. Wir sind stolz, dass Meitingen ein Herz aus Stahl hat. Wir sind stolz, dass es Sie gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb sage ich danke, dass Sie das heute so eindrucksvoll zum Ausdruck bringen. Und einmal mehr Glück auf für unser einziges Stahlwerk. Gut, dass es Sie gibt und auf uns können Sie sich verlassen. Vielen Dank.